Guck mal da, ein Tataqua. Ich grüße euch aus Paraguay. Jeden Morgen, wenn wir mit Lotte unseren Spaziergang hier durch den Wald machen, gehen wir an diesem Ding hier vorbei. Und wir haben uns anfangs immer gefragt, was das ist. Mittlerweile wissen wir, es ist ein alter, traditioneller Lehmofen. Kennt man ja von überall auf der Welt, solche Lehmöfen. Und die Guarani, die benutzen diese Öfen heute teilweise noch. Und bei den Guarani, bei den Einheimischen hier in Paraguay, da nennt sich so ein Lehmofen Tataqua. Wir haben uns überlegt, wir machen den jetzt wieder flott. Und es kann nicht sein, dass er da einfach rumsteht und nicht benutzt wird. Insofern machen wir den mal wieder ein bisschen schick und werden ihn auch mal benutzen. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr dabei. Los geht's! Also bis wir dann Brot oder eine Pizza reinschieben, dauert das noch ein bisschen. So, ich habe jetzt die ganze Kuppel mit Lehm, mit frischem Lehm eingeschmiert. Und damit der jetzt schön eintrocknet, werden wir den Ofen mal ordentlich anheizen. Um den Tataqua anzufeuern, eignet sich super gut einfach vertrocknetes Laub. Das ist furztrocken und das brennt wie Zunder. Was man außerdem sehr gut zum Anheizen des Ofens nehmen kann, das ist die Rinde von den Eukalyptusbäumen. Diese Bäume, die schälen sich ja quasi über die Jahre. Und die Rinde, die fällt dann immer irgendwann ab und sammelt sich dann auf dem Boden um den Baum rum.
Und dann trocknet die so richtig schön durch und ist richtig schön furztrocken. Die brennt auch super gut und ist super gut geeignet, um den Ofen anzuheizen. So, der Ofen kann jetzt erstmal ordentlich durchheizen, damit der Lehm schön durchtrocknet. Und währenddessen gehe ich schon mal das Essen vorbereiten. Es gibt Pizza, Krustenbraten und selbstgebackenes Roggenvollkornbrot mit Sauerteig angesetzt. So, die Brote sind fertig. Die können jetzt 1 bis 5 Stunden ruhen und aufgehen im Brotkorb. Und ich glaube, ein Bäcker, der braucht kein Fitnessstudio. Normalerweise hat der Ofen, wenn er aufgeheizt ist, so eine hohe Temperatur, die er auch ganz lange hält durch diesen Lehmmantel, den er hat. Und zum Brotbacken zum Beispiel ist das dann völlig ausreichend. Normalerweise nimmt man dann einfach die ganze runtergebrannte Holzkohle raus aus dem Ofen und diese gespeicherte Wärme, die reicht normalerweise aus, um dann das Brot zum Beispiel zu backen. Da wir aber ein paar mehr Sachen im Ofen machen wollen, schieben wir jetzt die runtergebrannte Holzkohle in die Seiten. Ich lege nochmal Holz nach in die Seiten und möchte, dass er ganz gerne weiterhin die Temperatur hält, damit wir die ganzen leckeren Sachen auch alle im Tataqua backen können. Schatz, du riechst wie so ein Räucheraal. Ja, von nix kommt nix. Gehst du aber heute Abend mal duschen, oder? Ist doch erst Montag. Stimmt. If ever that day comes around, if I get my feet on the ground, I'd make Bonnie my wife, and we'd rob this whole town. Maybe take all that money, get a boat and sail down, down where the blue, blue waters flow. Yes, this is a place I would go. We might get ourselves lost, we may never be found. If ever that day comes around. Boy, we were put here to roam.
Schade, dass so eine Videokamera keinen Geruch aufnimmt. Das riecht hier richtig, richtig lecker. Ich habe den Braten in so einer mit Weißwein übergossen. Da muss ja nun auch ein bisschen Flüssigkeit in die Auflaufform. Und das duftet hier, da bekommt man richtig Hunger. Ich habe jetzt für die letzten 10 Minuten die Alufolie vom Braten von der Auflaufform abgemacht, damit er noch so ein bisschen braun und knusprig wird. Und die Kartoffelspalten und die gebackenen Zucchini, die, denke ich mal, werden auch nicht länger wie 10 Minuten brauchen. Da muss man jetzt ein Auge drauf haben. So, jetzt sind vielleicht 4-5 Minuten vergangen. Guck mal. Also der Braten, der wird schon langsam schön braun von oben. Das brutzelt alles. Hier kommt auch richtig Hitze jetzt raus. Also auch selbst jetzt, wenn ich die Tür auflasse, ist da wirklich noch genug Hitze drin. Und das geht ja jetzt auch auf die letzten paar Minuten. Also 4, höchstens 5 Minuten. Länger würde ich das Ganze hier nicht unbeaufsichtigt lassen. Nach 4-5 Minuten ist die Pizza auch fertig. Pizza war schon mal sehr gut, also die war richtig, richtig gut, richtig knusprig und wie gesagt, nach 5 Minuten ist sie perfekt. Weiter geht's jetzt mit dem Brot und dafür lasse ich jetzt dieses ganze Holz, was noch an den Seiten liegt, was noch gebrannt hat, runterbrennen, weil das Brot muss ungefähr so 45 Minuten in den Tataquar und das soll natürlich auch nicht verbrennen. Deswegen muss die Temperatur jetzt so ein bisschen runterkommen. Ich schätze mal, dass er noch zu heiß ist. Ein Thermometer habe ich leider nicht. Ich lasse jetzt alles runterbrennen. Und wenn keine Flamme mehr da ist, nur noch die Glut an den Rändern liegt, dann werde ich so langsam das Brot reinpacken und dann kommt auch die Tür zu. So, unsere Brote sind fertig. Wir haben hier wunderschöne Roggenvollkornbrote. Die sind knusprig, riechen gut, sehen auch gut aus. Und
gestern haben wir hier ein Schwarzbrot gemacht. Da sind wir ganz gespannt, wie das schmeckt. Also, wenn ihr Brot im Tataquam macht, müsst ihr am besten dabei bleiben, immer ein Auge drauf haben. Wir haben jetzt mal für eine gewisse Zeit kein Auge drauf gehabt und dadurch haben wir Schwarzbrot gemacht. Der Tataquam, der hatte anfangs seine 300 Grad, da haben wir das Brot noch nicht reingetan. Wir haben gewartet, bis er runtergekühlt ist auf ungefähr 220 Grad. Dann haben wir das Brot reingepackt und die Tür zugemacht. Und haben es ungefähr 40 Minuten drin gelassen. Besser wäre es, glaube ich, noch, wenn man wirklich die erste halbe Stunde Alufolie drüber macht, damit es von oben nicht so verbrennt. Und dann die letzten 10 Minuten würde ich die Alufolie wegmachen. Das probieren wir beim nächsten Mal aus. So, ihr Lieben, das war Backen im Tataquam, mal was anderes. Wir verabschieden uns jetzt hier an dieser Stelle, denn wir müssen jetzt zu Tisch. Irgendjemand muss das ganze Zeug ja nun auch probieren, was wir da im Tataquam gemacht haben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin, tschüss.